Herr Ferber. Guten Tag. Na, kommen Sie. Bekommen Sie keinen Schreck, draußen wartet eine ganze Meute von Reportern auf Ihre Freilassung. Ich war bei einer Verhaftung. Nur damals war ich das Schwein, der Kindermörder. Herr Ferber, Sie müssen versuchen, das Ganze so schnell wie möglich zu vergessen. Vergessen? Das wäre natürlich allen am liebsten. Ich saß 7 Jahre unschuldig im Knast. Herr Ferber, ein kurzes Interview. Werden Sie das verklagt, Herr Ferber? Was werden Sie nun tun, Herr Ferber? Herr Ferber, bleiben Sie mal einen Augenblick stehen. Herr Ferber, ein kurzes Foto. Herr Ferber, wie ist das Gefühl, nach 7 Jahren endlich in Freiheit zu sein? Herr Ferber, werden Sie den Staat auf Entschädigungen verklagen? Herr Ferber, werden Sie ein Buch schreiben? Herr Ferber, wie stellen Sie sich Ihre Zukunft nun vor? Was werden Sie beruflich machen? Was werden Sie mit Ihrer Familie machen? Auf dich, Bernd, und deine Ernennung zum Richter. Du kannst stolz auf ihn sein. Halt ihn nur gut fest. Aber ich bitte dich, ich glaube nicht, dass Sandra Bernd festhalten muss. Schon eher umgekehrt, hm? Du, da ist wieder dieser Mann am Fenster, der mir schon vor unserem Haus aufgefallen ist. Was? Wahnsinn. Was solltet ihr hier wollen? Das ist Gespenster. Entschuldigen Sie, Herr Lambert. Telefon für Sie. Ja, danke. Ich komme. Entschuldigt bitte. Ja, Lemberg? Ah, du. Nein, es geht schon in Ordnung. Ich habe dir ja gesagt, dass ich hier zu erreichen bin. Aha. Also bleibt's dabei. Wir fahren vom Gericht aus direkt dorthin, ja. Mhm. Wann hast du denn die letzte Verhandlung? Ah ja, gut, dann warte ich auf dich. Bis dann, wiederhören. Erinnern Sie sich an mich? Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Das werden Sie noch herausfinden. Sie haben mich 7 Jahre unschuldig in den Knast gesteckt, Herr Richter Lemberg. Ich glaube, Sie sind etwas verwirrt. Oder haben Sie zu viel getrunken? Ich habe eine großartige Idee. Herr Lemberg, genießen Sie den Abend. Es könnte Ihr letzter sein. Offensichtlich ein Betrunkener. Was haltet ihr davon, wenn wir in diesem Jahr unseren Urlaub gemeinsam verbringen? Die beiden kommen mit uns nach Portugal. Im Haus ist genug Platz. Ist doch eine tolle Idee. Nicht wahr, mein Schatz? Ich hab was im Schuh. Klaus, da stimmt was nicht. Vielleicht hat er Papiere bei sich. Fassen Sie nichts an. Ich habe die Polizei bereits verständigt. Die werden gleich hier sein. Andreas! Was sucht die Polizei? Die suchen dich. Richter Lemmack ist heute früh erschossen worden. Die glauben, dass du es warst. Was willst du jetzt machen? Ich weiß nicht. Hey! Du hast ihn doch nicht erschossen, oder? Ich melde mich bei dir.
Tank. Herr Färber, was wollen Sie denn hier? Richter Lemberg ist erschossen worden. Die Polizei war heute Morgen schon bei meinem Sohn. Die wollen mir den Mord anhängen. Und da sind Sie abgehauen. Herr Färber, das war genau das Falsche. Bitte kommen Sie, wir fahren jetzt zur Polizei und Sie machen eine Aussage, bevor man weiter nach Ihnen sucht. Nee, damit die mich wieder einsperren, nicht mit mir. Ja, nur mal ganz ruhig. Die Polizei hat kein Interesse, Ihnen einen Mord anzeigen. Mensch, überlegen Sie doch mal. Nicht in Ihrem Fall. Ich habe aber kein Alibi, auch diesmal nicht. Ich habe nur ein Motiv, Hass. Seien Sie doch vernünftig. Ach, vergessen Sie es, ich verschwinde. Wenn Sie flüchten, wird das als Schuldeingeständnis ausgelegt, dann wird eine Fahndung eingeleitet und den Rest kennen Sie ja. Die stecken mich nicht nochmal, unschuldiges Loch. Verdammt nochmal, Sie laufen in Ihr Unglück. Andreas? Ja? Kommst du mal bitte. Er wird Ihnen auch nicht mehr sagen können. Guten Tag. Das ist Dr. Frank. Er war damals beim Prozess der Verteidiger deines Vaters. Ich weiß, wer er ist. Ich suche Ihren Vater, weil ich ihm helfen will. Durch seine Flucht macht er seine Schwierigkeiten nur noch größer. Was von Ihrer Hilfe zu erwarten ist, das wissen wir. Andreas, Herr Dr. Frank hat für deinen Vater alles getan, was nur möglich war. Anscheinend nicht genug. Also, die Indizien sprachen eindeutig gegen Ihren Vater und mein Revisionsantrag wurde abgelehnt. Da hätte niemand was machen können. Hat Ihr Vater eine Waffe? Was soll ich denn das wissen? Ich hoffe für Ihren Vater, dass er nicht Amok läuft, wenn er in die Enge getrieben wird. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, rufen Sie mich doch bitte an, falls er sich doch noch meldet. Mache ich. Ich danke Ihnen. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Frau. Hier, Alfred Buchner. 7 Jahre Haft wegen bewaffneten Raubüberfalls auf einer Tankstelle. Der Tankwart wurde schwer verletzt. Buchner schoss, weil er nicht schnell genug das Geld rausgab. Die beiden waren befreundet. Buchner ist Berufsverbrecher. Er hat Färber beigebracht, wie man bei uns klarkommt. Er hat ihn auch beschützt, wenn es drauf ankam. Entschuldigung, aber wäre das nicht eigentlich Ihre Aufgabe gewesen? Das Wachpersonal kann seine Augen nicht überall haben. Er lag einmal wochenlang mit Milzriss im Krankenhaus, von der Treppe gestürzt. Kindesmörder stehen in der Gefängnishierarchie ganz unten. Was hat der Buchner von dieser Freundschaft? Das haben wir uns auch gefragt. Kann ich kurz mit ihm sprechen? Tut mir leid. Buchner wurde vor einem Monat auf Bewährung entlassen. Ah, bist ja sehr früh dran. Besser spät als nie. Ich möchte, dass du Färber findest, wenn es geht, vor der Polizei. Oh, leicht gesagt. Ich hätte dich laufen lassen dürfen. Der war völlig durcheinander. Wie ist die Polizei eigentlich nach so vielen Jahren noch darauf gekommen, wer der wirkliche Mörder war? Die Mutter hat den entscheidenden Hinweis gegeben, nachdem er ein weiteres Mädchen umgebracht hat. Ein Triebtäter? Ja, ja, und die Mutter sah keinen anderen Ausweg mehr. Ich war aber im Knast mit einem Alfred Buchner befreundet. Am besten, du machst dich gleich mal auf den Weg und schaust ihn dir an. Die Adresse? Oh, wofür bezahle ich dich eigentlich? Es gibt also Honorar. Also jetzt tu mal nicht so, als hättest du in deinem Leben auch nur einen Schritt gemacht, ohne bezahlt zu werden. Na. Ja, ist doch wahr. Buchner, Alfred. Ich mach's. Schmeckt das Würstchen? Hat geschmeckt. Verstehe ich nicht. Passt eigentlich nicht zu Alfie, der seine Verabredung nicht einhält. Naja, verpasst er eben seine Chance. Was wird's denn von ihm? Er will was von mir. Er und sein Kumpel. Er ist auch gleich wieder der mit ihm im Knast saß. Färber, kennst du den? Nö. Ich denke, der wohnt bei ihm. Oh, wer nicht will, der hat schon. Sag mal, bist du der mit der Spielhalle? Hat er davon erzählt? Ja, da redet er von nichts anderem mehr. Da scheint ja doch jemand zu Hause zu sein. Hör mal, du kennst ihn doch überhaupt nicht. Aber ich werde ihn kennenlernen. Was will der hier? Sag ihm, er soll abhauen. Was? Spinnst du? Und wenn sie ihn überwachen? Mir ist keiner gefolgt. Darauf habe ich geachtet.
Gunnar, machen Sie auf. Ich weiß, was Sie da haben. Scheiße. Ich weiß nicht. Du hast alles versaut. Hab ich dir nicht gesagt, dass ich das für dich erledige? Hab ich dir nicht gesagt, Hände weg vom Richter? Hab ich das gesagt oder nicht? Lass mir in Ruhe. Was ist los? Nur ein paar Fragen, dann sind Sie mich schon wieder los. Oder wollen Sie die lieber der Polizei beantworten? Tun nicht gleich so. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Matula. Ich bin Privatdetektiv. Ich nehme an, Sie sind Herr Färber. Ihr Anwalt schickt mich, Dr. Frank. Du warst beim Anwalt? Was hast du dem erzählt? Ich hätte da ein paar Fragen. Ich soll nämlich herausfinden, wer Limberg umgebracht hat. Aufbauen, Polizei! Ja, tu's nicht! Auf. Bleib Sie ganz ruhig. Ich geh doch wegen dir nicht wieder in den Knast! Du musst nie verschwinden. Na los, komm, ins Schlafzimmer ab! Wo ist der? Ja! Wissen Sie genau, was ich meine? Moment, ist ja gut, ist ja gut! Halten Sie sie zurück! Herr Färber ist unschuldig! Müssen Sie noch rausstellen? Ja, nach 7 Jahren, wenn es zu spät ist! Halt! Polizei, stehen bleiben! Das schießt doch! Worauf wartet ihr? Sie haben keine Chance, das Gelände ist umstellt! Nicht schießen! Färber, sehen Sie denn nicht, dass es sinnlos ist? Ihr kriegt mich nicht mehr lebend! Werfen Sie die Waffe weg! Nehmen Sie die Hände hoch! Er hat doch gar keine Waffe! Färber, geben Sie auf oder wollen Sie auf der Flucht erschossen werden? Darauf warten die doch nur! Brauchen Sie mich noch? Ja, bleiben Sie hier. Herr Färber, Sie haben Herrn Lemberg seit Ihrer Entlassung verfolgt. Sie haben ihn am Abend vor der Tat bedroht. Dafür gibt es Zeugen. Ich wollte, dass er Angst hatte. Todesangst. Das hat mein Mandant doch längst eingeräumt. Deshalb ist er lange noch kein Mörder. Wir wissen, dass er Lemberg erschossen hat. Oh nein, das wissen Sie ganz bestimmt nicht. Das ist nichts als eine reine Vermutung. Am Morgen des Tages, an dem die Tat passiert ist, war mein Mandant noch nicht einmal in der Nähe von Lemberg. Er ist durch die Stadt gelaufen, ich weiß. Aber wie erklären Sie sich die Fingerabdrücke von Herrn Färber auf Lembergs Wagen? Sie wurden auf der Beifahrertür und am Armaturenbrett sichergestellt. Dann machen Sie reinen Tisch und helfen sich und uns weiter. Moment, Herr Kommissar, Moment. Also mein Mandant ist nicht dazu da, Ihnen weiterzuhelfen. Ich wusste, dass er immer um dieselbe Zeit zum Joggen fährt. Ich habe vor seinem Haus auf ihn gewartet. Bin dann zu ihm ins Auto gestiegen. Dann sind wir runter zum Main gefahren. Was wollten Sie von ihm? Der hat mich damals fertig gemacht. Jetzt haben Sie ihn fertig gemacht. Nein! Bitte, Herr Kommissar, bitte, ja? Ich wollte nur mit ihm reden. Haben Sie eigentlich Zeugen, die meinen Mandanten am Tatort gesehen haben? Die Fingerabdrücke im Auto allein, die beweisen ja nun wohl gar nichts. Ich hoffe, Ihnen ist das klar. Sie beweisen immerhin, dass Ihr Mandant gelogen hat. Ja und? Er hatte Angst. Nach allem, was mein Mandant durchgemacht hat, müssten sogar Sie das verstehen. Was ist denn mit der Tatwaffe? Haben Sie die gefunden? Nein, wir sind noch auf der Suche nach ihr. Na fein. Dann sehen wir uns wieder, wenn Sie sie gefunden haben. Tut mir leid. Herr Färber bleibt in Haft. Er hat ein geradezu klassisches Motiv. Rache. Außerdem hat er kein Alibi. Sie glauben nicht im Ernst, dass Herr Färber so dumm ist, Herrn Lemberg in der Öffentlichkeit zu bedrohen und ihn dann zu erschießen? Ihr Mandant hat gerade eben erst bewiesen, dass er nicht immer vernünftig handelt. Er hat sich der Verhaftung widersetzt und es besteht weiterhin Fluchtgefahr. Ich sehe da also keine Möglichkeit, ihn zu entlassen.
Bringen Sie den Färber bitte weg. Ja, nur mal langsam. Ich möchte jetzt gerne mit meinem Mandanten unter vier Augen sprechen. Oder wollen Sie mich daran hindern? Keineswegs. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, den Raum zu wechseln, bitte. Oh, mit Vergnügen. Bitte kommen Sie doch, Herr Färber. Frau Weber, gehen Sie bitte Kaffee trinken. Verdammt nochmal, warum haben Sie gelogen? Ihnen musste doch klar sein, dass man Ihre Fingerabdrücke in Lembergs Wagen finden würde. Das ist doch schon gelaufen. Sehen Sie das denn nicht? Genau wie beim ersten Mal! Hören Sie auf, Herr Färber, Sie reden sich da etwas ein. Was haben Sie gemacht, als Sie aus Lembergs Wagen wieder ausgestiegen sind? Ich bin zur nächsten Bushaltestelle. Welche Buslinie war das? Vielleicht kann sich der Fahrer an Sie erinnern. Ich weiß es nicht mehr. Wo sind Sie ausgestiegen? Irgendwo in der Stadt. Ich weiß es nicht. Herr Färber, bitte versuchen Sie, sich zu erinnern. Manchmal helfen solche Kleinigkeiten weiter. Ihr Matula, sagen Sie mal, soll er herausfinden, wo Buchner zur Zeit des Mordes war. Heißt das, dass Sie Buchner verdächtigen? Er hat es mir selbst gesagt. Er legt den Richter für mich um. Wann hat er Ihnen das gesagt? Als er entlassen wurde, für 200.000 Mark. Er wusste, dass ich von meiner Frau eine Abfindung für die Firma kriege. Haben Sie ihm das Geld versprochen? Herr Färber, reden Sie. Haben Sie Buchner beauftragt, Lemberg umzubringen? Nein. Hat er Ihnen einfach so das Angebot gemacht? Er braucht Geld. Und er wusste, dass ich Lemberg den Tod wünschte. Dann hat Buchner möglicherweise Lemberg für Sie erschossen. Und jetzt will er Geld. So lebt also ein bescheidener Staatsdiener. Lemberg kam aus einer wohlhabenden Familie. Jedenfalls braucht die Witwe sich keine finanziellen Sorgen zu machen. Sieht so aus, ne? Darf ich Ihnen etwas anbieten? Vielen Dank, Frau Lemberg. Frau Lemberg, ich kannte Ihren Mann von einigen Prozessen her und ich habe ihn sehr geschätzt. Ich empfinde seinen Tod als großen Verlust. Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen in dieser Situation einige Fragen stellen muss. Bitte, fragen Sie. War Ihr Mann in letzter Zeit irgendwie anders als sonst? Ist Ihnen irgendetwas an ihm aufgefallen? Nein. Warum? Mein Mandant, Herr Färber, behauptet, er habe Ihren Mann nicht umgebracht und ich glaube meinem Mandanten. Ja, das bleibt Ihnen überlassen. Hatte Ihr Mann irgendwelche privaten Probleme? Nein. Oder gab es vielleicht Probleme in einem der Prozesse, in denen Ihr Mann Vorsitzender war? Das weiß ich nicht. Mein Mann sprach nicht mit mir über seine Arbeit. Bitte entschuldigen Sie. Hey, Rainer. Psst. Ist das Lemberg? Ja, ja, das ist er. Wie lange waren die eigentlich verheiratet? Keine Ahnung, ein paar Jahre. Ich dachte, ich schau mal bei dir vorbei und frag, wie es dir geht. Ach, danke, ich komme schon zurecht. Ich muss ja. Das ist Herr Jäger. Einer unserer wenigen Freunde. Er war an dem Abend dabei, als Herr Färber meinen Mann bedrohte. Ja, und nicht nur ich, sondern auch Sandra May, meine Verlobte, war zugegen und wurde Zeugin dieses Vorfalls. Herr Dr. Frank, der Anwalt von Herrn Färber, und Herr... Schlicht und einfach, Matula. Hat Ihr Mann Färber erkannt an diesem Abend? Nein. Nicht, Fabian? Ich habe meinem Mann gesagt, dass sich jemand ums Haus herumtreibt, aber... Er hat es nicht ernst genommen. Ihr Mann wollte nicht wissen, wer das war? Nein, wir sagten Ihnen doch bereits, er nahm die Sache gar nicht ernst. Ich nehme an, Sie sind der Kollege, der Herrn Lemberg gefunden und die Polizei informiert hat. Richtig, ja. Wir waren zum Joggen verabredet. Wie jeden Morgen. Wissen Sie, wir standen uns sehr nahe. Ich bewunderte ihn. Er war ein... wunderbarer, außergewöhnlicher Mensch. Einer hat das wohl anders gesehen. Was ist eigentlich der Zweck Ihres Besuches, Herr Anwalt? Es kann doch wohl kein Zweifel daran bestehen, dass Färber der Täter ist.
Dasselbe hat Herr Lemberg vor 7 Jahren auch gedacht. Ziemlich aufdringlich, dieser junge Richter. Na, hast du was gegen ihn? Ich fahre morgen zu Buchner und werde ihm ein bisschen abklopfen. Vielleicht ist an Färbers Geschichte ja doch was dran. Pass bloß auf, dass der dich nicht abklopft. Der wird mir schon nichts tun. Wieso eigentlich plötzlich Buchner? Buchner braucht wirklich dringend Geld. Er will in ein Spielhallengeschäft einsteigen. Aha, interessant. Hast du gesehen, wie die Lemberg Jäger angeguckt hat? Ich habe gesehen, wie du sie angesehen hast. Warum kommen Sie denn eigentlich so früh? Tja, mein Dienst beginnt um 8. Sie sind also der Bewährungshelfer von meinem Mann, ja? Richtig. Bis jetzt hat sich doch noch nie jemand von euch hier blicken lassen. Wollen Sie auch eine Tasse Kaffee? Ja, gern. Was ist denn los, hä? Ihr Auftauchen hat doch einen Grund, oder? Ich sehe bestimmt ganz schrecklich aus. Bin gerade erst aufgestanden, wissen Sie, Nachtarbeit in der Bar. Da komme ich immer erst ganz spät ins Bett. Also mich stört's nicht. Wo ist denn Ihr Mann schon so früh? Das hat er mir nicht gesagt. Eigentlich bin ich ja ganz froh, Sie allein anzutreffen. Frauen sind ja oft die besseren Gesprächspartner. Also jetzt kommen Sie mir nicht auf die blöde Tour, ja? Wenn Sie etwas von Alfred wollen, dann fragen Sie ihn selbst. Ich misch mich da nicht ein. Ich habe gehört, Ihr Mann will ins Spielhallengeschäft einsteigen. Woher nimmt er denn das Geld dafür? Fragen Sie ihn doch. Was meinen Sie? War es Färber? Ach, klar. Das mit dem Richter, das war doch eine fixe Idee von dem. Hatte der denn überhaupt eine Waffe? Geht ja wohl schlecht ohne, oder? Hätte Ihr Mann ihn nicht davon abhalten können. Alfie kümmert sich nur um sich. Wie ich mich übrigens auch. Färber behauptet, Ihr Mann habe Lemberg erschossen. Der tickt ja nicht ganz sauber. Aber sagen Sie mal, woher wissen Sie das eigentlich? Sie sind überhaupt gar kein Bewährungshelfer, stimmt's? Er wollte 200.000 Mark dafür haben. Ich hätte gewusst, wenn Alfie plötzlich so viel Geld hätte. Wo war Alfie an dem Morgen? Bei mir, im Bett. Sag mal, bist du ein Bulle oder was? Nein, ich bin doch kein Bulle. Nur ein kleiner Privatdetektiv. Mm, die Kleinen haben es oft in sich. Alfie, es ist nicht so, wie du denkst. Mann hat es mir versprochen. Dann soll er es Ihnen auch geben. So, und jetzt verschwinden Sie hier, sonst rufe ich die Polizei. Ich mache keine Witze. Sehen Sie, Lady, ich weiß, dass Sie das Geld haben. Also wo ist es? Machen Sie keine Geschichten. Ich habe das Geld nicht hier. Ich muss morgen erst zur Bank. Sie wollen mich reinlegen. Tun Sie das lieber nicht. Willst du dir dein Geld abholen? Klappt wohl nicht so recht. Er glaubt nämlich, er hätte sich das Geld verdient, weil er Lemberg umgebracht hat. Und weil Färber es dir nicht mehr geben kann, versuchst du es jetzt hier. Du tickst wohl nicht richtig. Verschwinde. Das geht dich einen feuchten Dreck an. Irgendwas muss schiefgegangen sein. Sonst säß Färber jetzt nicht wegen Mordverdacht im Gefängnis. Ich warne dich, halt dich da raus. Färber weiß gar nichts von einem Auftrag. Was sagst du nun? Ich habe Lemberg nicht umgebracht, merkt ihr das? Ich habe Färber im Gefängnis beschützt und dafür hat er mir die Kohle versprochen. Haben Sie sich verletzt?
scheint heute nicht mein Tag zu sein. Danke, Tante. Und wer sind Sie? Mein Name ist Matula. Ich arbeite für den Anwalt, der Ihren Mann, Ihren Ex-Mann vertritt. Glauben Sie wirklich, dass dieser Typ Lemberg erschossen hat? Möglich. Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Ex-Mann einen Killer engagiert? Der doch nicht. Da draußen steht ein Vermögen. 200.000 Mark ist doch ein Witz. Sie glauben doch nicht, dass er 200.000 Mark von mir kriegt. Wissen Sie, wie das hier aussah, bevor er ins Gefängnis musste? Was Sie hier sehen, ist das Ergebnis harter Arbeit. Meiner Arbeit. Zusammen mit einem Meister, zwei Arbeitern und meinem Sohn habe ich das hier aufgebaut. Und wenn mein Ex-Mann denkt, der könnte jetzt hier reinschneien und kassieren, dann rechne ich ihm ganz schnell vor, was ihm zusteht. Der kriegt genau die Hälfte von dem, was der Laden wert war, bevor er ins Gefängnis musste. Warum behaupten Sie eigentlich, dass Sie ihn nach seiner Entlassung nicht gesehen haben? Er war doch hier, um Geld zu holen. Sagt er das? Ja. Er ging gleich wieder. Er wollte zu Andreas, aber der war nicht zu Hause. Dass Ihr Ex-Mann jetzt für immer im Knast verrotten könnte, scheint Ihnen ja wohl egal zu sein, oder? Sind Sie froh, dass Sie ihn auf diese Weise billig los sind? Suchen Sie jemanden? Ja, ich bin hier verabredet. Na, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Das wäre nett. Haben Sie sich da verletzt? Ja, kleiner Berufsunfall. Sie sind Studentin, ne? Jura. Fast. Kunstgeschichte. Wollen Sie was trinken? Danke. Guten Abend. Ah. Ich habe einen Tisch für uns reservieren lassen. Wie schön, pünktlich. Komm. Ach, guten Abend. Guten Abend. Ach, Sandra, komm doch mal. Ich wollte dich gerne Herrn Dr. Frank vorstellen. Sandra, meine Verlobte. Guten Abend, Frank. Herr Dr. Frank verteidigt Herrn Färber. Matula. Spielen Sie auch Tennis? Nein, meine Zeit lässt das leider nicht mehr zu. Ach, schade. Ich wäre gerne gegen Sie angetreten. Tja, hattest du nicht einen Tisch reserviert richtig für uns? Schönen Abend noch. Ihnen auch. Danke. Du kannst ja einen aussuchen, Josef. Wie wäre es mit der Terrasse? Ja, hervorragende Idee. Dieser Jäger hat wirklich einen guten Geschmack. Ja. Das steht ja übrigens. Das ist so. Das sieht so echt aus. Komm mit auf die Rechnung. Weswegen hast du mich hierher bestellt? Ich wollte mir Jäger mal ein bisschen genauer angucken. Irgendwie hat mir der zu dick aufgetragen, als er von seiner Freundschaft mit Lemberg erzählt hat. Ach komm, du denkst doch das Gleiche wie ich. Wie ein altes Ehepaar. Danke. Danke Ihnen. Übrigens, Buchner hat tatsächlich versucht, von Frau Färber Geld zu erpressen. Er behauptet, er hätte es ihm versprochen. Und? Hat sie es ihm gegeben? Nein. Ich begreife nur nicht, warum sie nicht die Polizei verständigt. Warum streitet sie ab, dass Färber sie nach seiner Entlassung aufgesucht hat? Irgendwas stimmt doch da nicht. Hast du über Buchner noch was Neues rausgekriegt? Buchner hat ein Alibi, seine Frau. Oh ja. Und wenn die Dame lügt? Und was ist denn, wenn Färber lügt? Nee. Ich glaube Färber. Ich wüsste zu gern, mit wem Jäger jetzt telefoniert hat. Tja, du wirst heute wohl allein essen müssen. Schade, dabei wollte ich dich mal einladen. Hey, was ist denn? Kann ich schon gewinnen? Die Begrüßung von den beiden sehen sollen. Wenn zwischen denen nichts läuft, heiße ich Anton. Ach ja. Ja? Na ja, stellen Sie durch. Frank? Ja, ich grüße Sie. Natürlich bin ich interessiert. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gern vorbeikommen. Bis dann, danke. Das war Kommissar Koch. Die Polizei hat die Tatwaffe gefunden.
Kommen Sie rein. Staatsanwalt Schütz kennen Sie sicher. Hallo Georg, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Kann man auch wohl sagen. Nehmen Sie Platz. Danke sehr. Eine Smith & Wesson 38 Spezial. Wo haben Sie die denn gefunden? Ist im Gebüsch am Mainufer hängen geblieben. Ganz in der Nähe des Tatorts. Womöglich wollte der Täter sie in den Main werfen. Aber da ist doch schon alles abgesucht worden. Ja, das stimmt. Kinder haben sie beim Spielen gefunden und sie mitgenommen. Jetzt erst hat sich eines der Kinder zu Hause verplappert. Die Mutter hat die Waffe dann beim nächsten Polizeirevier abgegeben. Was ist mit Fingerabdrücken? Nur die der Kinder. Die haben alles andere unbrauchbar gemacht. Aber da ist noch etwas, was ihnen nicht gefallen dürfte. Na, da bin ich ja sehr gespannt. Der Revolver ist auf Marion Färber zugelassen, die geschiedene Frau ihres Mandanten. Der Revolver lag immer hier, in der Schublade. Ich habe ihn vor 2 Jahren gekauft, weil im Büro eingebrochen wurde. Ich habe ziemlich oft viel Bargeld hier, damit ich nicht immer zur Bank muss. Warum sind Sie eigentlich in Ihre Wohnung gegangen? Ich wollte Geld holen für Ingo. Der Tresor ist oben in meinem Schlafzimmer. Haben Sie sich nicht gefragt, was er mit der Waffe vorhatte und warum er so eilig hatte? Ich bin nicht für ihn verantwortlich. Warum haben Sie uns von Anfang an belogen? Hätten Sie ihm dann noch geglaubt, dass es nicht war? Wenn Sie gewusst hätten, dass er mit einer Waffe unterwegs ist? Sie sorgen sich also doch um ihn? Es geht nicht um ihn. Andreas hätte mir das nie verziehen. Andreas? Ja? Der Richter ist mit dem Revolver deiner Mutter erschossen worden. Das heißt nun eigentlich, dass er mein Vater war? Nein. Er war es nicht. Hören Sie ab. Woher willst du das so genau wissen? Weil wir auswandern wollen nach Australien. Hat er mir versprochen. Hält er immer, was er verspricht? Was er mir verspricht, schon. Wir wollen ganz neu anfangen. Truck kaufen, Geld machen. Weiß deine Mutter von euren Plänen? Meine Mutter? Die würde mich nicht gehen lassen. Hält nicht viel für meinen Vater, wissen Sie? Hat Angst, dass es so werden könnte wie er. Deswegen mir so auch, dass sie hier so schnell wie möglich verschwindet. Und du würdest das hier alles aufgeben? Das hier? Wissen Sie, was mich das kann? Ich und mein Vater durch Australien. Das wäre geil. Wo warst du eigentlich, als Limburg erschossen wurde? In der Berufsschule. Da warst du erst nach der Mittagspause. Jetzt wollen Sie Sachen mir anhängen, oder was? Wo warst du den ganzen Vormittag? Was geht's Ihnen Scheißdreck an? Du wusstest doch auch, wo der Revolver deiner Mutter lag. Vielleicht hast du ihn klammheimlich genommen. Und jetzt deckt dich deine Mutter. Und warum soll ich Lemberg gerade jetzt umgebracht haben? Wo mein Vater endlich frei ist? Wissen Sie was, Meister? Sie gehen in die falsche Richtung. Haben Sie den Revolver Ihrer Frau an sich genommen? Ja oder nein? Herr Färber, nur Ihre Frau und Ihr Sohn wussten, Frau Färber. Und schon helfen Sie mir doch. Oder wollen Sie vielleicht, dass Ihr Sohn belastet wird? Ziehen Sie da nicht Andreas mit rein. Na, er hat kein Alibi. Und Sie selbst haben den Hass gegen Richter Lemberg in ihm geschürt. Haben Sie Beweise gegen ihn? Haben Sie irgendwas gegen ihn in der Hand? Ja, wenn ich was hätte, würden Sie mir dann vielleicht die Wahrheit sagen? Naja, ich verstehe schon. Die Zusammenarbeit mit Ihnen macht wirklich sehr große Freude, Herr Färber. Danke. Wieder meine ich. Wie viel möchten Sie denn haben? Oh, 3 schöne. Eine Frage. Nehmen Sie sofort den Fuß da weg. Es ist vielleicht eine merkwürdige Frage.
Aber wie stehen Sie zu der Frau, die Sie gerade nach Hause gebracht hat? Was geben Sie das an? Ich muss es wissen. Ich liebe Sie. Hä? Ja, nicht Sie, die junge Frau. Ich auch. Da kommen Sie ein bisschen spät. Wir heiraten nämlich in einem Monat. Ach ja, Sie auch. Gratulation. Wollen Sie noch was trinken? Machen Sie Feierabend? Na, wenn ich hier fertig bin, gehe ich. Oh, nicht bevor Sie mir gesagt haben, wen von beiden Sie heiraten wollen. Wie meinen Sie das? Ich meine, dass Ihr Schauspiel so durchsichtig ist. Ich habe Sie neulich mit einem netten jungen Mann gesehen, der behauptet, dass Sie und er bald heiraten werden. Sie haben mit Achim gesprochen? Naja, dann wissen Sie ja alles, oder? Eben nicht. Was ist mit Jäger? Spielen Sie ein Spielchen mit ihm oder macht er mit Ihnen, was er will? Bernd Jäger und ich sind gute Freunde. Und wir waren noch mal eine Zeit lang zusammen, aber das ist schon eine Ewigkeit her. Ach so, man hat sie als Schauspielerin engagiert, die in der Öffentlichkeit die Verliebte spielen muss. Ach Quatsch. Warum dann das Geturtel mit ihm? Lemberg sollte glauben, dass Bernd und ich ein glückliches Paar sind. Das glückliche Paar waren aber Jäger und Frau Lemberg. Wissen Sie, warum sie sich nicht scheiden lassen wollte? Bernd wollte das nicht. Sie war darüber gar nicht so besonders glücklich. Und außerdem hatte sie ständig Angst, dass zwischen Bernd und mir wirklich wieder was laufen könnte. Und? Läuft was? Finden Sie es doch raus. Bernd, ich bin's. Bernd? Was ist denn? Ja. Thank you.
ist passiert? Er hat versucht, sich mit der Kordel seines Trainingsanzugs zu erhängen. Aber er hatte Glück, die ist gerissen. Wie geht's ihm? Er ist schon wieder voll da. Ich glaub das nicht. Warum macht er sowas? Keine Ahnung. Aber vielleicht können Sie Ihren Vater dazu bewegen, mir ein paar mehr Informationen zu geben als bisher. Ist das der einzige Grund, aus dem Sie mich mitgenommen haben? Nein. Ich würde Sie bitten, ihm etwas Mut zuzusprechen. Guten Tag, Herr Färber. Was machst du denn für eine Scheiße, Sanna? Jetzt warten natürlich alle nur noch auf Ihr Geständnis. Ich habe den Richter umgebracht. Wie bitte? Er lügt. Ich hab's für dich getan. Andreas, komm mal her. Bitte. Als ich den Revolver in der Schublade sah, habe ich ihn automatisch eingesteckt. Aber ich habe Lemberg nicht erschossen. Und du auch nicht. Lemberg wurde aber mit diesem Revolver erschossen. Ja, er hatte mir abgenommen. Ich wollte nur endlich mit ihm reden. Ich habe die Waffe auf ihn gerichtet, damit er mich ernst nimmt und mir zuhört. Aber er hat mir nur geraten, Haftentschädigung zu beantragen. Kam mir alles plötzlich so idiotisch vor. Also, wenn es stimmt, was Sie sagen, dann hat jemand anders mit Ihrer Waffe auf ihn geschossen, nachdem Sie aus dem Auto gestiegen waren. Und Ihr Geständnis vergessen war wohl besser, was? So. Das ist ja alles recht gut gegangen. Ja. Freuen Sie sich mal nicht zu früh, wenn die Gegenseite nur so gut ist. Herr Dr. Frank, einen Moment bitte. Ja, wir telefonieren in den nächsten Tagen. Ja. Wiedersehen. Dankeschön, wiedersehen. Ja, bitte? Dass Sie mich von Ihrem Detektiv beschatten lassen. Bitte schön, ich habe nichts zu verbergen. Aber widerrechtliches Eindringen in meine Wohnung, das geht zu weit. Ich nehme an, Sie sprechen von Herrn Matula. Ja, von wem denn sonst? Also meines Wissens ist Herr Matula volljährig. Ich bin in keiner Weise für ihn verantwortlich. Ach, es steht Ihnen natürlich frei, Anzeige zu erstatten. Wiedersehen, Herr Jäger. Ich wette, Jäger hat die Balkontür absichtlich offen gelassen und ist dann zurückgekommen. Der wollte, dass ich einsteige. Also komm her auf, ich bitte dich. Also gut, ich lass mich nicht mehr erwischen. Versprochen. Also fest steht, dass Jäger zur Tatzeit am Tatort war. Er hätte Färbers Revolver nehmen und Lemberg erschießen können. Dann heiratet er die reiche Witwe und beide leben glücklich und zufrieden bis an ihr seliges Ende. Das wäre doch was. Was ist denn mit dem Jogginganzug? Irgendwelche Spuren, Blut oder sowas? Alles frisch aus der Reinigung. Ja, bravo. Hattest du nicht einen Hund? Ach so, ja. Umba? Nee, da. Ah. Was hältst du davon, Jäger etwas nervös zu machen? Vielleicht macht er einen Fehler. Ich finde, wir sollten uns mehr auf Frau Lemberg konzentrieren. Jäger ist mir zu sicher. Na, schon allein, weil er weiß, dass Färber durch die Tatwaffe belastet wird. Angenommen, er erfährt gar nicht, dass die Tatwaffe gefunden wurde. Oh, gut. Ich glaube, ich habe da auch eine Idee. Da bin ich aber gespannt, ob ich neugierig bin. Ja, bitte? Ja, bist doch da. Hallo, Rainer. Schön, dich zu sehen. Grüß dich, Georg. Komm rein. Kann ich was für dich tun? Ja, es geht um die Sache Lemberg. Wie weit seid ihr denn da? Habt ihr schon Informationen an die Öffentlichkeit rausgegeben? Nein, noch nicht. Kommissar Koch hat seinen Abschlussbericht erst Anfang nächster Woche fertig. Wieso? Georg, ich habe da ein kleines Problem. Ich bin der Meinung, dass Färber unschuldig ist. Und wer könnte es deiner Meinung nach getan haben? Es gibt Hinweise, dass Richter Jäger in die Sache verwickelt ist. Jäger? Na, Mahlzeit. Ich kann dich nur warnen. Der Typ will Karriere machen. Wenn sich dein Verdacht nicht erhärten lässt, kannst du dir viel Ärger einhandeln. Georg,
Also alles, was ich will, ist, dass in den nächsten Tagen nichts über die Ermittlungsergebnisse nach draußen dringt. Geht das? Ich will's versuchen. Was hat er gesagt? Ja, geht in Ordnung. Hast du Frau Lemberg inzwischen erreicht? Ich treffe mich gleich mit ihr, aber ich muss dir sagen, ich fühle mich nicht sehr wohl bei der Geschichte. Du machst das schon, Rainer. Komm mal mit. Sie muss nur glauben, dass die Tatwaffe den Täter eindeutig überführt. Identisch mit der Tatwaffe. Wo ist denn die her? Aus der Außerwartenkammer des LKA, woher sonst? Klar, woher sonst? Ja. Witzbold. Was ist? Ich denke, wir sollten uns das alles nochmal überlegen. Oder? Wir machen das jetzt. Wussten Sie, dass mein Mann das Ende des Jahres wahrscheinlich nicht erlebt hätte? Er hatte einen Gehirntumor, bösartig. Sie wussten davon? Nein. Ich habe mit seinem Arzt gesprochen, nachdem ich durch den Kommissar von seiner Krankheit erfahren habe. Er selber hat es vor uns geheim gehalten. Das ist nicht zu fassen. Er hat jeden Tag trainiert, er hat seinen Körper fit gehalten. Wissen Sie, er hatte panische Angst vor Krankheit. Tja, so gesehen hat Färber ihm sogar einen großen Gefallen getan. Ein schneller und schmerzloser Tod, wie ihn mein Mann sich immer gewünscht hatte. Tja, aber Sie wollten etwas mit mir besprechen. Ja. Herr Färber wird demnächst entlassen. Der Staatsanwalt hat einen neuen Verdacht. Gegen wen? Das kann ich leider nicht sagen. Sie wissen über Bernd und mich Bescheid. Ja. Obwohl Herr Jäger und seine Freundin das Liebespaar sehr überzeugend gespielt haben. Wir wollten meinen Mann nicht verletzen. Sie hatten nicht vor, ihn zu verlassen? Wie kommen Sie denn darauf? Meine Beziehung zu Bernd hat doch nichts mit meiner Ehe zu tun. Ja, ich glaube Ihnen das gern, Frau Lemberg, nur Sie wissen ja selbst. Der Liebhaber erschießt aus Eifersucht den Ehemann. Das ist ein beliebter Filmstoff, aber eben leider nur zu oft auch Realität. Können Sie mir bitte noch mal dasselbe bestellen? Gerne. Schön. Das gleiche noch mal, bitte. Das gleiche noch mal, ja. So, darf ich ein Blatt Feuer geben? Ja. Schön. Ja, tut mir leid, Frau Lemberg. Wenn wir die Tatwaffe hätten, dann würden wir auch den Täter kennen. Aber so? Aber es wird doch noch nach ihr gesucht. Nein, die Suche ist aufgegeben worden. Ah, das ist zu schade. Geglaubt. Ah, hast du wieder dein ehrliches Gesicht aufgesetzt? Nur kein Neid. Also, ich deponiere den Revolver jetzt da, wo die Kinder ihn gefunden haben. Ne? Ich glaube nicht, dass sie kommen. Abwarten. Thank you.
Was machen Sie hier? Ich fotografiere seltene Vögel. Und Sie denn hin? Wir holen noch jemanden ab. Ich mach jetzt das Licht aus. Wir sind gleich wieder da. Danke. Meinen Sie sich. Ja. Hallo, Bernd. Hallo, Fabienne. Was machst du denn hier? Wartest du auf mich an der Bar? Ich komme gleich. Ja? Ich bestell schon mal ein Bier für dich mit. Ja. Bis gleich dann. Ja. Guten Abend. Na. Ich konnte dich den ganzen Tag nicht erreichen. Ja, ich war im Gericht. Wo soll ich denn sonst sein? Was ist denn los? Ich muss dir was zeigen. Hm? Bist du wahnsinnig? Wie kommst du zu dieser Waffe? Das ist die Tatwaffe. Wo hast du die her? Sie war da, wo du gesagt hast. Zwischen den Sträuchern hängen geblieben. Nur der Mörder konnte wissen, wo die Waffe war. Was machen Sie denn hier? Ich bin Frau Lemberg gefolgt. Bernd, ich wollte dir helfen. Dieser Revolver gehört Färber. Lassen Sie ihn überprüfen. Hat er Ihnen gesagt, wo er war? Bernd, glaube mir, ich wollte dir helfen. Du hast doch selber gesagt, dieser Revolver gehört Färber. Ich dachte, wenn Sie ihn haben, dann lassen Sie dich in Ruhe. Ach, na kommen Sie, Sie wollten die Waffe der Polizei zuspielen. Darauf haben die doch nur gewartet. Kapierst du das nicht? Bernd, ich liebe dich. Wir stehen das gemeinsam durch. Ach, es gibt nichts, gemeinsam durchzustehen. Ich habe deinen Mann nicht umgebracht. Wozu auch? Ich hatte dich doch auch so. Du liebst mich nicht mehr. Jetzt damit auf. Sag jetzt überhaupt nichts mehr. Du bist wieder mit Sandra zusammen. Ihretwegen wolltest du auch nicht, dass ich mich scheiden lasse. Ach, Blödsinn, du weißt genau, dass das nicht wahr ist. Du Feigling, steh doch mal zu etwas. Er hat meinen Mann umgebracht, er hat es mir selber gesagt. Das glauben Sie doch wohl nicht etwa. Sie ist krankhaft eifersüchtig. Herr Jäger, Lemberg hat Ihnen den Revolver gezeigt und damit geprahlt, wie er Färber fertig gemacht hat. Und da war Ihnen klar, diese Chance bekommen Sie nie wieder. Färber war doch schon so gut wie verurteilt. Mein Mann wusste schon seit Monaten von unserem Verhältnis, ohne dass wir was davon geahnt hätten. An diesem Morgen, da hat er es Bernd plötzlich gesagt. Er hat ihn provoziert. Er wollte ihn beruflich ruinieren. Das stimmt doch. Er hat dich doch dazu getrieben. Er hat uns beide reingelegt. Lemberg wusste, dass Sie schießen würden. Er kannte Sie gut genug. So bekam er den schnellen Tod, den er wollte. Und er hat sich an Ihnen beiden für Ihren Betrug gerecht. Er hat mir die Pistole in die Hand gedrückt und hat gesagt, schieß doch. Oder reicht dein Mut nur, mit meiner Frau zu schlafen? Andreas. Glaube ich nicht.
Komm, wir sind hier überflüssig. Sieht so aus.